Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelb! Ja, bei der letzten Folge haben wir hier ein paar hyperaktive Vollidioten fertig gemacht. Ich hatte mal wieder ein paar passende Situationen, also Ereignisse, die ich zu diesem einen anfügen konnte. Und das klingt immer sehr bescheuert, wenn man probiert auf schlau zu tun und dann, oh, geile Sätze. Mein Mahalo ist super stark. Mit seiner Stärke kann es sogar Felsen bewegen. Ja, dann darf ich mir den mal kurz nehmen, obwohl wir brauchen momentan noch keine Stärke. Ich wäre momentan froh, wenn ich Zerschneider hätte, da könnte ich nämlich nochmal zu Rocco gehen. Auch wenn ich mittlerweile vergessen habe, was ich da... Ah, genau, ich wollte nach Andreas gucken. Halt, stopp! Genau wieder, halt, stopp! Du weißt, wir Seeleute lieben es zu kämpfen. Du weißt, wir hyperaktiven Leute lieben es, Süßigkeiten zu essen. Das ist auch wieder so eine Sache von Süßigkeiten. Soll man hyperaktiv werden? Cola? Ich meine... Ja... Also es ist so eine Sache, wenn man nicht oft Cola trinkt, das ist im Endeffekt wie jetzt. Ja, was für ein Kampf. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Das war ja... hi, kannst du ein bisschen länger leben, sonst kann ich meine Geschichte nicht zu Ende erzählen. Mein Ruf als Seebär steht auf dem Spiel. Könnt ihr mal mit dem scheiß Ausrufezeichen aufhören? Okay, danke. Wenn man nicht viel Cola trinkt oder Alkohol oder keine Ahnung, dann ist man schon sehr anfällig. Also ich merke das auch zum Beispiel bei mir selber, also jetzt nicht was Alkohol angeht, sondern was Cola angeht. Ich trinke Cola vielleicht alle 2 Wochen mal so eine Flasche und dann ist es wirklich so, dass ich eben mal einfach mal so 6 Stunden länger wach bleibe. Also es ist nicht so, dass ich hyperaktiv werde. Das stimmt so nicht. Das kann ich nicht so sagen. Also das würde ich jetzt nicht befürworten, dass das stimmt. Aber dass man da länger wach bleibt, das stimmt auf alle Fälle. Wie gesagt, wenn man es nicht so oft trinkt. Das ist auch ich meine, aus einem Bekanntenkreis und so, die mit den die haben auch alle, Mann, Kiel unter, das wär's für mich. Wobei, ich muss gar nicht Bekanntenkreis sagen, dass, wir hatten ja damals auch Besuch von der Polizei, die uns einfach erklärt haben, was Drogen betrifft und so. Es ist einfach so, wenn du das erste Mal, oh, ich brauche einen Trainer, der mal halbwegs lang überlebt. Ich war früher genauso ich bin aber nicht aufgedreht, du Vollidiot. Hörst du das an meiner Stimme? Sie ist total relaxed. Ja. Wir hatten mal Besuch von der Polizei und die haben uns damals Folgendes erklärt, was Drogen angeht. Wenn du das erste Mal Drogen nimmst, dann, das sollte eigentlich jeder von selber wissen, der Körper baut das ab. Und, Moment, das muss ich erstmal selber überlegen. Klar, der Körper baut das ab und, Moment. Genau, wie war das? Der Körper baut diese Stoffe ab, genau. Und, wenn man mehr davon nimmt, dann... genau, es sind ja im Endeffekt Fremdkörper. Und wenn, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Und wenn man das eben halt öfter macht, dann gewöhnt sich der Körper dran. Und... Boah. Ja, auf jeden Fall. Klar, wenn man Sachen öfter macht, dann geht eben halt der... Genau, dann geht eben halt der Effekt weg. Ich gehe jetzt einfach mal, oh nein, verloren. Ich meine, wenn das keine... Klar, ja, Moment, warte mal kurz. Also, beim ersten Mal baut das hier ab. Dann ist der Effekt frisch. Wenn man es mehrmals macht, dann merkt sich der Körper diese Fremdsubstanzen und baut von vornherein Abwehrkräfte auf. Und dadurch kann er das Ganze schneller vertreiben. Und deswegen braucht ein Drogenabhängiger auch im Laufe seiner Drogenzeit immer und immer mehr, weil er braucht halt mehr, weil das ist, ne, weil der Körper eben halt das Ganze schneller abbaut und dadurch geht der Effekt verloren. Und auch Seeleute besitzen Pokémon. Ja, und eben halt, man braucht halt immer mehr. Das ist ja ganz logisch, ne. Ich probiere gerade das Ganze irgendwie zu umschreiben und... Aber ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Und ich habe auch ein anderes schönes Beispiel dafür, und zwar das Thema Wachbleiben. Als ich zum ersten Mal in meinem Leben die Nacht durchgemacht habe, das war, keine Ahnung, mit 6, 7 Jahren oder so, da war das so, ich war total müde und dann, keine Ahnung, Punkt 4 Uhr oder 5 Uhr morgens, scheiße, das ist jetzt nicht gut,
hat meinem Körper einfach Neustart gemacht. Also es war so, ich war wieder hellwach. Das ist, als wenn ich habe das einfach gar nicht gemerkt. Aber nachdem ich es halt öfters gemacht habe, ist der Effekt halt verloren gegangen. Es war nicht so, dass mein Körper dann halt wieder Neustart machen konnte. In dem Fall, er konnte es einfach nicht mehr. Und das war eine reife Leistung, ja. Und ne, dann ist eben halt einfach dieser Effekt weggegangen und ich bin jetzt nicht mehr in der Lage, so wie damals die Nacht durchzumachen, dass ich jetzt sage, okay, ich bleib jetzt einfach wach, sondern ich werde dann richtig müde und so und boah, ich freue mich schon im Nachhinein aufs Angucken dieser interessanten Rede hier. Warte doch mal, lass uns plaudern. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Ich besitze nur Wasser-Pokémon, als wenn er mir damit sagen wollte, dass Wasser-Pokémon nicht gefährlich sind. Nicht gefährlicher als anderes Zeugs. Und wie gesagt, wenn man halt Sachen als das erste Mal macht, dann ist eben halt dieser tolle Effekt noch da, weil der Körper das nicht kennt, aber ansonsten hast du einen Scheiß. Ja. Ich hoffe, das Ganze hat jetzt irgendwie Sinn gemacht. Ist immer das Problem, dass man, ja, keine Ahnung, ne? Ich sowieso immer, das habe ich ja schon bei Devil May Cry gesagt und so. Ich bin es eben halt gewöhnt, dass die Leute mich beim ersten Mal nicht verstehen und deswegen wiederhole ich es meist 4-5 Mal. Das mache ich halt nicht, weil ich denke, dass meine Gesprächspartner, manchmal denke ich schon, dass sie dumm sind. Das mache ich halt eben, weil mir halt meist keiner zuhört und mich versteht und das hat sich dann eben halt so, das habe ich mir halt so angewöhnt. Es war auch in der Schule auch damals oft so, dass ich für irgendwas verurteilt wurde, was ich gar nicht. Das gab wirklich Szenen, da ist in der Schule irgendwas passiert und ich war gar nicht da, weil ich krank war. So Husten und so. Und dann kam ich in die Schule wieder und das erste, was der Lehrer gefragt hat, ja, wir hatten einen Vorfall und das erste, was der Lehrer gefragt hat, war Marco dabei? Ja, für die Leute, die es nicht wissen, ich heiße Marco. Wow, ich kann mich aber auch Raven nennen. Das ist so unglaublich, so nach, als wenn ich für alles Schuld hätte. Und, oder es passiert irgendwas, ich bin vielleicht Tatverdächtiger. Dann gibt's einmal die Seite und dann gibt's die andere Seite, halt mich. Und ich bin immer derjenige, der nicht ausreden darf. Aus unbekannten Gründen darf ich nicht ausreden. Und wenn ich ausrede, dann gibt mir mein Gesprächspartner immer das Gefühl, als wenn er mir gar nicht zuhört. Und deswegen wiederhole ich alles 30 Mal. Nur damit ihr das mal wisst. Das war nichts. Und deswegen lasse ich mich auch so gerne in meinen Videos aus, weil ich hier niemanden habe, der mir ins Wort fällt. Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Der Verlierer wird Kiel geholt. Los geht's. Ja, dann weißt du Bescheid, was mit dir passiert, ne? Ich sollte mich vielleicht mal um meinen Pikachu kümmern. Weil, oder Moment. Ich krieg das schon gar nicht mehr hier mit, was ich mache. Von einem Kind besiegt. Oh Gott. Ja, mein Gott. Ich wollte eigentlich nur, dass es Level 27 wird, aber es ist okay. Aufhicker, verdammt. Okay, hier ist dann nichts mehr. Gut, dann brauchen wir uns doch klar. Bevor ich mich mit Gary anlege, werde ich auf jeden Fall, also mit Rico, werde ich auf jeden Fall nochmal meine Pokémon heilen. Und Scheiße, ob das jetzt mit den Drogen so perfekt erklärt war, es macht auf jeden Fall Sinn. Viele Passagiere sind. Moment, da kam ich noch her, oder? Ja. Ja, nee, ist okay, ich mach das jetzt schnell. Nee, ich laufe jetzt dahin und lass das nochmal Revue passieren. Wie gesagt, ja. Körper baut. Natürlich, der Körper baut immer Abwehrstoffe auf und. Ich meine, könnte man jetzt auch mit Suppe vergleichen. Suppe lässt sich schnell verdauen und hat zur Folge, dass man schnell wieder Hunger kriegt. Also man isst einen Teller Suppe, ist danach satt, aber nur für einen kurzen Zeitraum, weil das eben halt schnell verdaut. Und so ist das eben halt mit den Drogen. Bei den ersten 2-3 Mal fühlt es sich super geil an, aber dann hat der Körper eben halt ein Gegenmittel und dieses Gegenmittel sorgt dafür, dass der Körper das schneller verdaut. Und deswegen braucht man mehr Stoff. Klar. Das macht absolut Sinn. Okay, gut. Hätten wir das jetzt endlich mal auch geklärt. War ich hier schon? Ja. Okay. Hallo Orientierungssinn. Das heißt, ich war hier schon. Klar war ich hier schon. Alles klar.
Hier war ich dann. Oh, was machst du da, Stassi? Ich bin ein Geheimagent. Okay, ja. Okay, dann gehen wir jetzt hier. Da war die Küche, genau. Gut. Dann hätten wir das jetzt eigentlich auch geklärt. Dieses luxuriöse Raumschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Wo hat dann Rico sein Bootsticket her? Hat er das auch von Ansem? Wahrscheinlich hat er Ansem auch geholfen und der Ansem hat das denselben Fehler nochmal gemacht und jetzt ist er wahrscheinlich wieder ein Pokémon und wartet auf den nächsten Trainer. Aber in dieser Edition kommt kein Trainer mehr. Okay, Leute, ich will nur sagen, das war's wieder mit einem sehr interessanten Part von Let's Play Pokémon Gelb. Gelb! ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend und wie gesagt, entschuldigt bitte, falls ich mich öfter mal wiederholt habe und so, ne? Aber ihr wisst ja jetzt warum und ja. See ya!